Hallo, meine kleinen Zombies. Ja, es ist soweit. Türchen Nummer 19. Heute ist Samstag. Ich habe eben eine Wahnsinns-Ü-Post von der lieben Steffi ausgepackt. Das Video rendert gerade. Das lade ich gleich hoch. Und derweil dachte ich mir, ja, ich kann mal meinen Adventskalender auspacken, weil wir gleich schon 4 Uhr haben. Hey. Ja, das wird wohl das letzte Video zu dem Adventskalender sein, weil ich ziehe das jetzt durch, ne? Ist ja der 19. Und ja, ich bin schon sehr gespannt. Das ist ziemlich schwer. Hier von Sophie und Lukas, das hätte ich fast Steffi gesagt. Nee, aber Sophie und Lukas. So, dann öffnen wir das ganze Spektakel mal. Es scheint was selbst gemacht. So, Scusi, ich hatte eben einen Anruf bekommen. Also, wo waren wir stehen geblieben? Also, es sieht aus wie ein Album, ein selbstgemachtes Album. Und ja, cool. Es ist ein Album. Sehr schön. Hä? Oh mein Gott. Wow. Da ist ja so einiges drin. Kann man richtig hier schön die Fotos draufkleben. Oh, das Papier ist ja süß. Mit Erdbeeren. Und hier so die. Ach du meine Güte, Moment mal. Jetzt machen wir erstmal diese Seite. Auch schöne Papiere. Wow. Das ist ja aufwendig. Und dann kann man das hier noch so aufklappen. Ich glaube, ich habe es falsch rum, oder? Die Ananas muss hier so rum. Upsi. Und dann kann man das noch mal so aufklappen, wie lang das ist. Oh my goodness. Und dann die Rückseiten. Krass. Wow. Ja, da habe ich viel Platz für schöne Fotos und da kann man das auch vielleicht noch so hinstellen, wenn man denn möchte. Ja, cool. Das ist sehr schön. Sehr, sehr schön. Da freue ich mich. Vielen lieben Dank, ihr beiden. Wow. Ein wunderschönes Album. So, bleib stehen. Und dann haben wir jetzt noch das Törchen von Sabrina San. Wieder so ein Schneemann mit dickem Schädel. Ach ja. Schön, schön. Bald ist es vorbei mit dem Adventskalender. Das ist traurig. Ach! Oh, wie schön! Bänder. Richtig schöne Bänder. Mit Cupcakes und Kuchen. Hä? Ich hatte doch eins von dir schon, ne? Wenn ich mich recht entsinne. Oh, ich liebe diese Dinger, ne? Oh, ich habe mir schon so lange selber keine mehr geholt. Ich hatte mal auf dem Trödel welche gefunden, aber so bestellt habe ich mir schon Ewigkeiten keine mehr. Ja, die sind so, so schön. Ach, danke schön, Sabrina San. Upsi. Gefällt mir richtig gut. Wow. Klasse Türchen. Nummer 19. Sehr schön. Vielen Dank, ihr Lieben. Und huch. Ich will nicht mehr. Und dann sage ich mal, bis morgen. So, ihr Süßen, heute ist Sonntag, der 4. Advent. Mein Mikrofon ist gerade auseinandergefallen. Aber ja, ich konnte es irgendwie wieder zusammentüdeln. Ich habe es getestet. Ich hoffe, es funktioniert jetzt. Beim Test hat es geklappt. Ja, immer wieder was Neues, gell? So, wir sind jetzt hier bei Türchen Nummer 20. Bald ist es soweit. Nicht mehr lange. Die Zeit vergeht wie im Flug. Ja. Auch wenn Weihnachten natürlich nicht so sein wird wie sonst, da wir unsere Vorlagen haben. Aber ja,
da muss man das Beste draus machen, gell? So, was haben wir denn hier? Ich habe schon was. Oh, kleine Bärchen gesehen. Upsi. Oh, was ist das denn? Oh, wie süß. Ah, das ist so ein Täschchen. Ach, ist das niedlich, die Bärchen. Da habe ich ja Lust, überall rosane Bäckchen dran zu malen. Oh, Badesalz. Du hattest mir schon mal eine ganz viel Badesalz mitgeschickt. Ja, da habe ich dir gesagt, dass ich keine Badewanne habe. Aber vielleicht hast du es vergessen. Macht nichts. Ich werde das meiner Schwiegermama geben, weil die badet sehr gerne. Und dann kann ich ihr das geben. Das ist eine Duftprobe. Lecker. Cuddle Me. Auf jeden Fall super süß. Und schade, dass ich keine Badewanne habe. Ach ja. Weil die letzten, die du mir alle geschickt hast, die habe ich auch meiner Schwiegermama gegeben. Und ja. Aber trotzdem sehr süß. Die Verpackung auch sehr süß. Vielen lieben Dank. So, dann machen wir jetzt das von Sabrina Sun auf. Da haben wir wieder so einen süßen Schneemann. Kiki. Ach ja. Mal gucken. Ist das eine Figur? So, das ist leer. Ach. Nee, Cinnamon Roll. So. Ach nö. Ach, ist das süß in einer Tasse. Ach, wie niedlich. Ach, cute. Wie der da drin sitzt. Ja, den hänge ich mir hier natürlich auf. Selbstverständlich. So süß. Danke, Sabrina Zahn. Danke, danke. So, was ist das? Oh my goodness. Also das hätte ich jetzt so nicht erwartet von der Rückseite. Habe ich mich erschrocken. Amy Schmämi ist gerade hier hochgesprungen. Oh. Oh Gott. Die sind ja mal mega süß. Oh, niedlich. So viele verschiedene. Oh, köstlich. Also, ne, ihr versteht, was ich mit köstlich meine. Ich werde die nicht essen. Hier in so einem Autochen. Süß. Boah, wie viele das sind. Holy Miss Moly. Krass. Oh, hier mit so einer Mieze. Wow. Ach, sind die süß. So, so süß. Aber krass, die Verpackung. Sticker Pack, Mini Sticker, Car Sticker. Okay, ich frage mal meinen Mann, ob ich unser Auto damit bekleben darf. Ich bezweifle es. Ja, vielen lieben Dank, Sabrina Zahn. Es ist ja Cinema Roll Overload hier. Und danke an Sophie und Lukas für das Badesalz und wir sehen uns morgen wieder. Habe ich euch einen schönen vierten Advent gewünscht? Wenn nicht, einen schönen vierten Advent. Ne? Also bis morgen. Ciao. So, ihr Süßen. Hey. Es geht weiter mit Türchen 21. Bald ist der Spaß vom Adventskalender vorbei. Schade, schade. Aber noch haben wir ja ein paar Türchen. Und dann mache ich das von Sophie und Lukas wieder zuerst auf. Und dann schauen wir mal, was da drin ist. Es ist ziemlich weich, das Päckchen. Auf jeden Fall was Fluffiges drin. So. Was haben wir denn da Schönes? Okay. Ja, das ist nochmal so ein Kissen. Soll ich das jetzt mal aufmachen? Oh, ich weiß
nicht. Es ist jetzt auch so zugeklebt. Sonst wäre hier wahrscheinlich eine Öffnungsmöglichkeit. Da ist jetzt aber auch nichts drin. Nee. Ja. Da haben wir dieses süße Motiv mit den Teddybärchen. Sehr weihnachtlich. Und es ist super leicht. Ja, sehr süß. Vielen lieben Dank, ihr beiden. Und dann machen wir mit dem hier weiter von Sabrina-san. Und hier haben wir so einen leckeren Schokololli wieder. Den anderen habe ich schon verknuspert. So. Ah, Kleb. Danke, danke. So. Dann schauen wir mal, was hier drin ist. Ich hoffe, ich habe es jetzt nicht kaputt geschnitten. Nee. Gut. Was ist das denn Süßes? Moment, ich schau mal, ob alles leer ist. Sieht so aus. Oh mein Gott. Schon wieder von diesem Kawaii-Panda. Oh mein Gott, sind die süß. So eine kleine Geisha. Oh nee. Ach, dieser Panda, ne? Sowas von niedlich. Oh, hier. Kawaiipanda.com. Oh mein Gott. Dankeschön, Sabrina-san. So, so süß. Und, was haben wir denn hier? Pushing-Etiketten. You are meowsome. Ah, hier sind noch mehr. Ich denke mal, das sind dann diese zwei Sheets. Und, das blendet. Mit Burger. Oh, ich liebe Pushing. Ich finde die so süß. Ja, das benutze ich auch immer gerne hier. Dieses Muster. Ach, total niedlich. Ach, danke schön. Ja, da freue ich mich. Ach, so süß. So, so süß. So, das war Türchen 21. Und dann würde ich mal sagen, bis morgen. So, ihr Süßen. Türchen Nummer 22. Ja, bald ist der Spaß vorbei. Schade, schade. Und ja, machen wir erstmal wieder das von Sophie und Lukas auf. Ich bin sehr gespannt, was da drin ist. Es fühlt sich zumindest an wie so ein Heft. Irgendwie, ne? Ja. Schauen wir mal rein. Aha. Was ist das denn? Hier sind Platz für Bilder. Das ziehe ich mal vorsichtig ab. Und hier haben wir ein richtig schönes Album. Wahrscheinlich war das mal so eine, oder ist so eine Stanze für Tags oder Umschläge oder sowas. Boah, das glänzt. Ja, cool. Sehr schön. Und da ist richtig viel. Ah, das ist auch cool. Richtig viel Platz drin für richtig viele Fotos. Ja, das ist natürlich mega cool. Vielen lieben Dank, ihr beiden. Boah, wie das funkelt. Das ist ja krass. So, und dann haben wir hier von Sabrina-san. Ein Riesenpaket und hier ist wieder so ein lecker Schokololli. Da ist dieses Mal ein anderes Motiv. Oh Gott. Mit einem Eisbären. Ach ja, ach ja. Interessant. Oh, ich sehe schon wieder Cinnamon. Oh, ich kann das momentan nicht aussprechen, ey. Oh, was ist das denn? Krass.
Oh mein Gott, das ist ja eine Riesentasche. Oh Gott, ist das süß. Und es ist noch befüllt. Ach, wie süß. Ach, wie süß. Ja, da passen einige Stifte rein, ne? Ich werde da wohl Stifte reintun. Das kann man hier noch so schön ausbreiten. Boah, ja, cool. Das ist richtig nice. Nice, nein. Das passt sogar farblich hier zu dem Album. Und hier haben wir noch so ein süßes ja, Notizbüchlein, denke ich mal, ne? Ja, oh mein Gott. Ach, ist das süß. Und dann auf den Seiten ist dann auch noch. Ich finde das gut, dass die Linien so zart sind und nicht so brachial. Das ist ja so niedlich. Ach, ein Notizbüchlein. Voll süß. Ach, wie süß. Ja, das ist, als hättet ihr euch abgesprochen, farblich perfekt abgestimmt hier. Ja, super. Also, sehr süß. Vielen lieben Dank. Dann habe ich noch was zum Weiterverbasteln und ja, einfach toll. Vielen Dank. Bis morgen. So, ihr Süßen. Türchen Nummer 23. Dann ist der Zauber vorbei. Beziehungsweise morgen erst natürlich. Weil hier ist er schon. Ist jetzt vielleicht so eine Kleinteile-Box? Ich bin gespannt. Aber machen wir erst das von Sophie und Lukas auf. So, schauen wir mal rein. Gut verpackt. Ah, so ein Burrito. Was ist das denn? Ja, da steht mein Name. Sehr schön. Hier sehe ich schon einen Sticker von mir. Und ach, das sind Lesezeichen. Sehr viele Lesezeichen. Laminiert. Was steht hier drauf? Moment, das ist ein bisschen doppelt gemoppelt. Das Wort Liebe kann ich auf jeden Fall lesen. Dann haben wir hier die Vogelhäuschen und mein Sticker. Hier ist auch mein Sticker. So kommen sie wieder alle. Mit ganz viel Liebe gemacht. Ah, hier kann ich es lesen. Sehr schön. So kommen meine Sticker wieder zurück. Ja, schön viele. Lesen ist Abenteuer im Kopf. Ja, das stimmt. Schön. Ah, hier. Post für dich. Und hier oben ist auch noch ein Band dran. Achso, bei dem anderen war übrigens auch eins dran. Cool. Wow. Und das hier. Ja, da kann ich viele Bücher mit bestücken. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht Stück. Holy Miss Moly. Und dann hier die Fäden, also Bänder. Ja, sehr cool. Vielen lieben Dank für die ganzen Lesezeichen. Und kommen wir zu dem Päckchen von Sabrina Zahn. Hier haben wir so einen süßen Schneemann. Ach, der lässt sich super ablösen. Fantastisch. Ah, es klebt, es klebt. Also ich spekuliere mal auf eine Kleinteile-Box. Goodness, das ist eine Hello Kitty-Box. Ist ja krass. Und sie ist voll bestückt mit Kabos. Ich werde bekloppt hier. Ach, süß. Und Wölkchen. Ach, wie schön.
Ist das süß? Eis, Panda-Bär. Was haben wir hier? Sternchen. Süße Sternchen. Was ist das hier? Oh. Ach, ist das alles niedlich. Hier so kleine Bunnies. Ach, wie süß. Und hier noch so Sternchen mit Regenbogen. Kleine Bonbons. Ach, und Pushin. Oh mein Gott, ich wusste gar nicht, dass es da Kabos von gibt, von Pushin. Das ist ja interessant. Ach, ach, Donuts. Ups, komm her. Na? Katzendonuts. Ach, wie süß sind die. Ups, oh mein Gott. Oh, das ist nicht so einfach, ne? Oh, hier auch richtig cool. Voll süß. Ach, die ist ja auch niedlich. So kleine Mädels. Meine Güte, ist das viel. Und hier noch ein bisschen spooky. Spooky, spooky. Ah, das macht natürlich Spaß, darin zu wühlen. Oh Gott, ist das süß. Nee, ich habe aber hier gerade schon den hier gesehen. Der hing da oben. Der Jack. Ja, mega cool. Sehr cool. Also, jetzt bin ich hier ausgestattet mit dem niedlichsten Zeug hier. Oh, ja, süß. Cool. Sehr schön. So, ist das jetzt zu? Ja. Also, ihr Lieben, vielen Dank für die wunderschönen Sachen. Und ja, dann sage ich mal, bis morgen. Hallöchen, Popöchen. Heute ist Weihnachten. Heute ist der 24. Ich wünsche euch wunderschöne Weihnachten. Auch wenn es dieses Jahr alles nicht so ablaufen kann, wie es wahrscheinlich geplant ist. Bei uns auch. Ja, wir mussten auch umstrukturieren und umplanen. Und ja, damit man zumindest ein paar Leute sehen kann aus der Familie. Und jetzt habe ich hier zwei riesige Türchen von dem Adventskalender. Die letzten beiden Türchen. Dann ist es leider schon vorbei. Ja, es hat mir auf jeden Fall sehr, sehr viel Spaß gemacht, eure Päckchen auszupacken. Und die sind riesengroß. Und ja, ich will natürlich schon die ganze Zeit wissen, was da drin ist, weil die liegen ja die ganze Zeit vor meiner Nase. So, machen wir das von Sophie und Lukas zuerst auf. Wie immer, das letzte Mal. Und da bin ich sehr gespannt, was da drin ist. Habt ihr das gehört? Oh Gott, ist das Keramik? Ich schüttel es jetzt mal nicht. Oh Gott. Ich hoffe, da ist jetzt nichts kaputt gegangen. Ich schätze mal, dass da noch Bubble oder sowas drum ist, dass es sicher verpackt ist. So, schauen wir mal rein. Spannend, spannend. Oh, da ist noch was drin. Ah, eine Kerze. Oh, die riecht aber echt gut. Also hier haben wir so eine Kerze. Und hier ist so ein Glas. Es ist heile geblieben tatsächlich. Das ist doch super. So ein, mit Serviettentechnik. Und da, schätze ich mal, kommt dann die Kerze so rein. Ja, und dann ne Kerzenhalter. Ja, das ist ja auch eine coole Idee. Schön weihnachtlich. Ja, klasse. Und die Kerze, die duftet bis hierhin wunderschön. Ja, vielen Dank, ihr Lieben, Sophie und Lukas, für den tollen Adventskalender. Hat mir Spaß gemacht, den zu öffnen jeden Tag. Und ja, aber ein Päckchen haben wir noch.
Und zwar von der lieben Sabrina San. Und da haben wir wieder ein bisschen lecker Schoki. Ah, es klebt. Lecker, lecker Schoki. Moment, das tue ich mal dahin. Und da ist dann noch so ein süßer Tag dran. Kann man bestimmt auch. Ah, perfekt. Ah, den kann man super ablösen. Der ist nämlich auch sehr, sehr süß. So, öffnen wir mal die wunderschöne Schleife hier mit den Herzchen. Das werde ich definitiv aufbewahren. Das ist so schön. Das muss ich mal eben entknöten. So. Das Draht drin in dem Band, das heißt, man müsste das eigentlich schön glätten können. Ja, funktioniert. Das ist super. Cool. Wow, das ist echt schön. Schön, schön. So, das lege ich erstmal dahin. Das ist ein Riesenpaket, oh Mann. Bin echt gespannt. Oh, seht ihr es? Cinema Roll, ne? Ich, ja. Oh mein Gott, was? Oh mein Goodness. Oh, was ist das denn? Oh, oh mein Gott. Oh. Oh Gott, Moment. Ach, da ist noch was drin. Da ist die Karte drin. Die Weihnachtskarte. Ach, wie süß. Ach, wie die funkelt. Ich lese mal eben. Mein lieber Cupcake. Frohe Weihnachten. Oh, ja, der Adventskalender hat mir sehr gefallen. Ja, schön, dass du Spaß hattest beim Packen. Das ist, wenn man redet und gleichzeitig liest. Ja, danke schön, mein kleiner Baumkuchen. Das Ding ist ja so cool. Boah, das fühlt sich an wie Leder, aber es ist natürlich fake, ne? Ist ja klar. Oh, der Pop ist süß. Ach, ist das süß. Oh, ich muss Platz auf meinen Schreibtisch schaffen. Ich will das auf meinem Schreibtisch stehen haben, damit ich es immer angucken kann. Total süß. Ich kann es nicht lesen wegen diesem Muster da drin, in dieser Struktur. Mein Gott, voll cool. Und dann Hagen das, ne? Cinema Roll. Ah, mit der Kirsche auf dem Kopf. Ach, ist das süß, so ein Plüschi. Krass, oder? Ein riesen Plüschi. Oh mein Gott. Lecker, lecker Eis. Oh, cool. Danke, Sabrina Zahn. Das ist so cute. Oh mein Gott, schaut euch das an, wie viel in Türchen 24 drin war. Das ist ja schon eine Ü-Post hier. Oh mein Gott. Und hier, ah, sehe ich jetzt erst, ist noch so eine Zitrone oder Limone. Ach, hier oben ist noch eine Kiwi. Ach, süß, ne? Einfach süß. Ja, ihr Lieben, vielen, vielen Dank für die wunderschönen Sachen und ich wünsche euch wunderschöne Weihnachten. Ja, habt Spaß trotz allem, lasst euch reichlich beschenken und ja, wir sehen uns dann im nächsten Video wieder. Bis dahin, tschüss.